Jo. Okay, jetzt werden wir mal die Personen wechseln. Das auch einmal austesten. Jetzt wechseln wir mal zum Lieutenant Web. Ich habe eine SMS erhalten. Ich musste die Howards nach Delilahs Geheimversteck fragen. Ob man sich gehört, gell? Nicht wirklich, oder? Naja. Naja. Jetzt haben wir dann mal die Krankenschwester verloren. Hallo, können Sie mir sagen, wo ich Richter Howard finde? Tut mir leid, aber Besuchszeiten sind nur von 16 bis 17 Uhr. Eigentlich was mit? Brieftasche und Abzeug. Da hinten. Lieutenant Webb, Garden City Police Department. Ich muss sofort mit Richter Howard sprechen. Natürlich. Zimmer 5. Wir haben seiner Frau erlaubt, bei ihm zu bleiben. Die Howards waren in Zimmer 5 des Westflügels. Hm. Okay. Westen ist nochmal da drüben. Ich bin nur im Zimmer der Howards interessiert. Ah, da wäre ein Notausgang. Okay, ist erledigt. Schlechter Cable ist das jetzt das? 7. 6. Suchspiel. Na, Treppe oder nicht? Da war es nicht erst so. Doktor wird uns früher. Ich muss nicht dahin gehen. Hier. Oh. Türe. Ja, es ist ein bisschen versteckt, das Ganze. Aber da ist es jetzt auf jeden Fall.
dürfte Sandra Howard sein. Jo. Sandra Howard. Hallo, Lieutenant. Es tut mir leid, dass ich Sie in dieser schweren Zeit belästigen muss, aber die Ermittlungen können nicht warten. Wir wussten, dass Sie kommen würden und wir helfen gerne. Naja. Ja, Zahlenkombination, nicht? Ja. Wir haben in Delilahs Zimmer ein verschlossenes Kästchen gefunden. Kennen Sie die Kombination? Ich weiß von dem Kästchen, aber ich kenne die Kombination nicht. Ich weiß, dass Delilah ihr Tagebuch unter einer Diele in ihrem Zimmer versteckt hat. Aha. Die Howards sagten, dass Delilah ihr Tagebuch in einem Kästchen unter einem Bodenbrett ihres Zimmers versteckte. Aber sie kannten die Kombination des Kästchens nicht. Aha. Aha. Ja, warum nicht? Warum sind Sie früher aus dem Urlaub zurückgekommen? Ich habe Delilah mittags immer angerufen, um zu fragen, ob alles in Ordnung ist. Nachdem ich 3 Tage nichts von ihr gehört hatte, wurde ich unruhig. Sie ging nicht einmal an ihr Handy. Das sah Delilah nicht ähnlich. Nun ja, in letzter Zeit hat sich zwar einiges geändert, aber Delilah war immer verantwortungsbewusst. Richter Howard, was genau meinen Sie damit, es hat sich in letzter Zeit einiges geändert? Delilah hat sich in den letzten Monaten etwas zurückgezogen. Wir dachten, dass sie vielleicht etwas vor uns verheimlicht. Manchmal ist sie plötzlich ausgegangen, ohne uns zu sagen, wohin. Wir haben versucht herauszufinden, was los ist, und haben schließlich von ihrer Beziehung zu Jason Green erfahren. Wir wussten von dem Streit zwischen den Howards und den Greens. Ich hatte schon einige meiner Männer gebeten, die Situation zu überprüfen. Ah, naja. Gut, so ein Richter. Okay. Hatten Sie den Eindruck, dass im Haus irgendetwas fehlt? Wir haben zuerst nicht gemerkt, was passiert war. Ich habe im Haus etwas gerochen und habe mich im Wohnzimmer und der Küche umgesehen. Und als ich an der Garagentür vorbeiging, wurde der Geruch stärker. Also habe ich die Tür aufgemacht. An mehr erinnere ich mich nicht. Ich glaube, ich bin in Ohnmacht gefallen. Ich habe den Geruch auch sofort bemerkt. Ich konnte gerade noch an Delilahs Tür klopfen, als ich meinen Mann aus der Garage rufen hörte und hinuntergerannt bin. Delilah. Hatte Delilah Freunde, mit denen sie sich vielleicht zerstritten hatte? Nicht, dass ich wüsste. Sie hat in letzter Zeit viel mit 2 Mädchen in ihrem Alter unternommen. Ich habe die 3 gelegentlich auch mit einigen Jungen gesehen, aber nichts Ungewöhnliches. Freundinnen. Kennen Sie diese Freundin? Können Sie mir sagen, wie sie heißen? Ich weiß, dass sie Susan und Marion heißen, aber Delilah kannte sie erst seit kurzem. Ich hatte noch keine Gelegenheit, sie näher kennenzulernen. Woher kommen die Freunde? Wissen Sie, woher Delilah sie kannte? Von einem Ausflug, glaube ich, aber mehr weiß ich nicht. Halloween-Party. Als Delilah gefunden wurde, war sie verkleidet. Hat sie mit Ihnen über eine Halloween-Party gesprochen? Ist es möglich, dass sie vielleicht mit Ihren Freundinnen zu einer Party wollte? Ich habe vor 3 Tagen mit ihr telefoniert, aber ich erinnere mich an keine Party. Ich hätte ihr besser zugehört, wenn ich gewusst hätte, dass ich ihre Stimme zum letzten Mal höre. Wahnsinn, eigentlich. Aber ja. Wann haben Sie sie das letzte Mal gesehen? Als wir gefahren sind. Sie hat uns geholfen, das Gepäck zum Auto zu tragen. Die Zeitungen sind voll vom Goodman-Fall und ihrem Urteil gegen sein Unternehmen. Könnte es eine Verbindung zwischen diesem Fall und dem Mord an ihrer Tochter geben? Goodman ist ein Wolf im Schafspelz. Goodmans Geschäftsinteressen beschränken sich nicht auf die Baubranche. Es gibt zweifellos Menschen, die mich als ihren Feind ansehen. Ich denke, von einem Mann, der all diese Menschen an Krebs hat sterben lassen, kann man alles erwarten. Ende des Dialogs. Das ist im Moment alles. Bitte informieren Sie mich immer über Ihren Aufenthaltsort. Ich kann Ihnen eine Wohnung organisieren, bis die Spurensicherung hier fertig ist. Es hieß, Sie würden mich morgen oder übermorgen entlassen. Wir fahren nach New York zu meiner Schwester. Wir informieren Sie, wenn wir unsere Pläne ändern. Sie können auf unsere Kooperation zählen.
Danke. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Wenn wir etwas für Sie tun können, rufen Sie mich einfach an. Tja. Nach dieser gewünschten Information zücken wir unser Handy. Mein Handy. Information. Okay. Text. Dalilas Geheimnis. Dalila bewahrt ihr Tagebuch unter einem Bodenbrett bei ihrem Bett. Ja. Ja, das ist ja. Wir werden zu Julia Kendall schicken. Und jetzt werden wir natürlich wieder zu Julia wechseln. Ich habe eine SMS erhalten. SMS lesen. Eingang. In ein Web. Dalila bewahrte ihr Tagebuch unter einem Bodenbrett bei ihrem Bett. Auf. Danke. Finden. Hoho! Ja, wo ist sie? Ja. Bodendille, super, da kann jetzt im ganzen Zimmer sein. Weit kann sie ja nicht sein jetzt. Da diese. Hopp, Bodenbrett. Das muss das Bodenbrett sein, das Delilah als Versteck benutzt hat. Das geheime Tagebuch von Delilah. Delilah Howards geheimes Tagebuch. Aus Delilahs Tagebuch kann man sehen, dass sie eng mit zwei Mädchen namens Susan und Marion befreundet war. Oh weh, die Rätsel. Einige Spielphasen beinhalten Rätsel, die der Spieler lösen muss, um mit der Suche fortfahren zu können. Wenn ein Rätsel zu kompliziert sein sollte, kann es vorübergehend unterbrochen werden, indem man auf Escape drückt. Es kann später fortgesetzt werden. Naja, das sind so Minispiele. Minispiele. Ja. Kommen. Dieses Spiel beinhaltet Minispiele. Das heißt, das kann verschiedenlicher Art sein, etwa 2, 4, 3, 5, 4, 6, 5. So blödsinnig es auch klingt. Es ist 7. Ja.
Frau. Und zwar ist da... Ja, so. Ja. Das ist ja dann die Kombination. Also irrsinnig und hirnspinstig es auch klingt, das ist 7. Ja. Ja. Wie gesagt, ich habe das Spiel schon vorgespielt gehabt. Ja. Fragt's mir nicht, warum 7. 4 ist da, 5 ist da, 2 und 3 und 4 ist da. 7 ist es. Die Zahl, die die Reihe in Delilahs Tagebuch vollendet, ist die 7. Okay. Also das Schmuckkettchen nochmal auch. Okay, dann ziehen wir das da rüber. Jetzt kann man es eingeben. Ja. Wahrscheinlich sind viele hier gehangen. Aber die Kombination ist schlicht und ergreifend. Das Schloss ist verriegelt. Die Kombination hat nicht gestimmt. Escape. Die Zahl, die die Reihe in Delilahs Tagebuch vollendet, ist die 7. Delilah Howards geheimes Tagebuch. Wenn ihr jetzt zurückblickt, ist euch wahrscheinlich aufgefallen, dass mehrmals der Zweier vorgekommen ist. Also 1, 2, 3, 5, 7, Bingo Bongo. Ja, also es ist euch vielleicht aufgefallen, dass der Zweier vorgekommen ist, der Dreier, ja, und der Fünfer. Ja. 4 und 6 ist da unbedeutend gewesen. Schlicht und ergreifend. Ja. Und ja, was haben wir hier eigentlich? In der Schachtel fand ich ein Foto. Das ist Delilah, wie sie sich gegen ein Auto lehnt. Das ist ein Foto, was sie sich in ein Auto lehnt. Das schauen wir sich doch gerade genauer an. Das Kennzeichen des Autos bei Delilah war fast ganz erkennbar. Oh. Tja. Ich denke mal, das nächste Video kommt morgen. Okay. Schau dir das an.